Ladies and Gentlemen, willkommen auf dem Nice Hoops YouTube Channel. Ich bin Jay Nice und wir reden heute wieder über die Barmer 2. Basketball-Bundesliga. So Leute, ab jetzt kommt nur noch deutscher Content. Ich werde versuchen, den Rhythmus so beibehalten, dass wir immer ein Review, dann eine On-the-Board-Folge und dann eine Talking-About-Practice-Folge und dann eine Folge, die sehr individuell gestaltet ist. Ihr habt gesehen, ich war auf einem Nike-Event zu dem Zion Williamson-Schuh und jetzt bei einem Alba Berlin Euroleague-Spiel. Mal gucken, was uns noch so einfällt. Und bisher hat es sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr habt auch sehr viel Spaß daran. Aber jetzt geht's los mit dem Review. Als erstes reden wir über die Barmer 2. Bundesliga Pro A. An der Tabellenspitze finden wir die Niners aus Chemnitz, die letzten 8 Spiele in Folge gewonnen haben. Sehr beeindruckend auch der Sieg gegen Bremerhaven mit 20 Punkten Unterschied. Da haben sie wirklich nochmal reingehauen und gezeigt, dass sie dorthin gehören und mit Ambitionen in die Saison gegangen sind, in die erste Liga aufzusteigen. Es ist ein sehr ausgeglichenes Team. 9 Spieler haben Spielzeiten zwischen 25 Minuten und 18 Minuten und sie haben 6 Spieler, die zwischen 13 und 9 Punkte machen. Darunter die deutsche Garde mit Robin Lodders und Jonas Richter und Malte Ziegenhagen, die wirklich sehr viel beitragen zu diesem Team. Und ich denke, dass sie auch noch weiterhin wirklich an der Tabellenspitze bleiben werden und versuchen werden, die ganze Saison dort zu bleiben und in die BBL aufzusteigen, wie sie es letztes Jahr schon machen wollten. Eine sehr gut anzusehende Mannschaft, sehr gut gecoacht, gute Systeme und wirklich sehr freies Spiel auch und sehr gute individuelle Charaktere, die gut zusammenpassen. Es scheint eine gute Stimmung in der Mannschaft zu sein und ich denke, dass die auf jeden Fall ein Wörtchen mitzureden haben, wenn es darum geht, wer in die BBL aufsteigt dieses Jahr. Platz 2 und 3 belegen die Eisbären Bremerhaven und Science City Jena, die immer noch oben an der Tabellenspitze stehen. Eisbären Bremerhaven immer noch sehr gut dabei mit ihrem Topscorer Casey Hill, der 15,8 Punkte im Schnitt macht und Sid Marlon Theis, der auch 13,3 Punkte auflegt. Er will zeigen, dass er wieder zurück in die Bundesliga will und auch ein BBL-Spieler ist, wer er vorher auch war. Und ich denke, mit dem ist zu rechnen. Haben jetzt gegen Chemnitz und gegen Tübingen verloren, aber ich denke, das ist kein Beinbruch. Sie sind immer noch oben mit dabei und haben eine gute Spielphilosophie, die sehr gut in diese Liga passt und in dieser Liga sehr viel Erfolg haben kann. Dann Science City Jena, die gerade auf den deutschen Positionen mit Dennis Nawrocki, der 13,1 Punkte auflegt und Julius Wolf mit 12,9 Punkten, wirklich sehr, sehr gut. Brett Lösing, auch mit dem deutschen Pass ausgestattet, macht 13,5 Punkte im Schnitt. Dazu kommt noch Matt West mit 11,8 Punkten. Auch sehr gute, sehr ausgeglichene Mannschaft. Frank Menz versucht weiterhin jungen Spielern wie Vukra Dojic und Loritz Bank Minuten zu geben. Und sie verteilen die Minuten sehr gut. Und deswegen stehen sie auch zu Recht da oben mit einer wirklich guten Truppe, mit vielen guten deutschen Leuten. Dahinter zwei Mannschaften, mit denen man gerechnet hat, mit Nürnberg und Heidelberg. Und eine Überraschungsmannschaft mit Leverkusen. Nürnberg mit ihrem Topscorer Dwayne Wilson, der 19,7 Punkte im Schnitt macht und Spielern wie Stefan Haukohl und Marcel Pongo, die wirklich eine gute Saison bisher spielen und wirklich gut für dieses Team sind. Und Heidelberg, wie immer, mit ihrem Topscorer Shiron Eli, der 18,5 Punkte auflegt, sind oben mit dabei. Und Leverkusen hat in den letzten paar Wochen auch ein paar gute Siege eingefahren. Mit denen ist auf jeden Fall für die Playoffs zu rechnen. Ich werde jetzt nicht denken, dass sie oben mitspielen können, aber die sind auch ein Team, wo man sagt, die werden vielleicht nichts mit dem Abstieg die Saison zu tun haben. Okay, kommen wir zu den Mannschaften, die vielleicht mit dem Abstieg zu tun haben. Die Plätze 10 bis 16 sind tatsächlich alle punktgleich mit 3 Siegen auf dem Konto. Die Artland Dragons und die Kirchheim Knights haben jetzt 2 Siege in Folge eingefahren. Vielleicht sind die auf einem positiven Trend, um sich da unten rauszuholen. Ganz unten auf Platz 17 steht Hagen, die letzten 6 Spiele verloren haben, allerdings auch wirklich Pech haben. Sie hatten jetzt 6 Spiele von den letzten 10, die mit weniger als 4 Punkten verloren gegen, das ist echt bitter. Vielleicht kommen sie nochmal auf einen guten Ast, aber bisher sieht es echt schlecht aus bei denen. Die sind Letzter und haben die letzten 6 Spiele verloren. Das kann schon mal auf die Moral drücken, gerade wenn man zum Beispiel wie am Anfang der Saison gegen Chemnitz mit einem Buzzerbeater verliert und dann auch andere knappe Spiele verliert, kann so eine Saison schon mal echt die falsche Richtung annehmen. Wenn all diese Spiele gewonnen werden würden, wären sie auf jeden Fall oben mit dabei, aber so sind sie erstmal unten im Keller. So, noch ein kleines Wort zu der Pro B. Die sind ja auch Teil der Barmer 2. Basketball-Bundesliga. In der Pro B Nord sind die BSW Sixers aus Sandersdorf Erster, die letzten 7 Spiele gewonnen mit Topscorer Ferdinand Zülker, der 22,2 Punkte im Schnitt macht. Die sind wirklich gut mit dabei und holen immer wieder BBL-Spieler von oben nach unten. Und Coach Sebastian Ludwig und Chris Schreiber, sein Co-Trainer, machen da anscheinend wirklich einen guten Job. Und ich denke, dass die auf jeden Fall in der Lage sind, da oben mitzuspielen. Dann ist noch die Frage, wie der MBC sich in der Bundesliga schlägt und wie dann die Chancen sind oder die Ambitionen, bei denen aufzusteigen. In der Pro B Süd
sehen wir oben Würzburg, Baunach und Elchingen, die alle die letzten Spiele gewonnen haben. Würzburg hat die letzten 5 Spiele gewonnen, Elchingen die letzten 4 Spiele. Würzburg mit ihrem Ami Cameron Hunt, der 25,3 Punkte im Schnitt macht. Die sind wirklich auf einem guten Weg, dort oben mitzuspielen. Da ist halt auch die Frage, inwiefern sind die Ambitionen, was wollen die Würzburger mit dem BBL-Team anfangen? Möchten die ein Farmteam haben, das überhaupt in der Pro A sein soll? Oder wie geht es da weiter? Werden die Playoffs abgeschenkt? Aber das kann man alles jetzt noch nicht sagen. Schreibt doch mal in die Kommentare, welche Vereine aus der Pro A und Pro B ihr unterstützt, wem ihr die Daumen drückt, wer am besten anzuschauen ist und welche Spieler ihr mögt aus den Ligen, damit ich weiß, über wen ich vielleicht ein bisschen mehr reden muss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr solcher Videos sehen wollt, dann geht auf die Playlist. Vielleicht verlinke ich sie mal hier irgendwo. Und vergesst nicht, den Channel zu abonnieren. Ich habe immer wieder Views von Leuten, die den Channel noch nicht abonniert haben. Lasst doch einfach ein Abo da. Tut nicht weh, ihr kriegt Benachrichtigungen, wenn das neue Video raus ist. Und vielen Dank fürs Einschalten. Und wir sehen uns nächste Mal.